fasst ihr den Begriff Hochschulpolitik auf und wo hört Hochschulpolitik für euch auf? Also wo sind die Grenzen? Ich auch diesmal wieder mit der ADF anfangen. Hochschulpolitik bedeutet für uns das, was ich gerade auch schon eingangs gesagt habe, nämlich, dass wir auf den verschiedenen Ebenen wirken und für die Themen, die für die Studis relevant sind, arbeiten. Das bedeutet, dass wir das Semesterticket, beziehungsweise die Semestertickets, die wir haben, gut und sozial und gerecht ausgestalten und für die Studis verträglich, dass wir die Gleichstellungsarbeit vorantreiben, dass wir für Barrierefreiheit eintreten auf dem Campus. Und diese Themen und viele mehr, die für die Studis und die Lernbedingungen für die Studis an der Uni relevant sind, versuchen wir in den Gremien dieser Uni durchzusetzen. Ja. Danke. Ja, Hochschulpolitik verstehen wir als Teil der pluralistischen Gesellschaft unseres Landes. Es gibt unterschiedliche politische Gremien für verschiedene Aufgaben, Landes, Bundes etc., Gewerkschaften, Schülervertretung, eben auch Vertretung an der Hochschule. Dafür setzen wir uns ein, das sehen wir als hochschulpolitische Aufgabe und so grenzen wir das auch ab. Wir verstehen Hochschulpolitik als Interessenvertretung der Studierenden an dieser Universität und vor allen Dingen gegenüber den Gremien dieser Universität und denken auch, dass sich die Hochschulpolitik im Wesentlichen darauf beschränken sollte, an dieser Uni für verbesserte Zustände hinzuwirken und Angebote an dieser Uni zu schaffen. Es gibt natürlich auch Sachen, wenn es meinetwegen um BAföG geht, wo man mal auch in die große Politik sich äußern darf, aber ansonsten verstehen wir die Hochschulpolitik nicht mit einem allgemeinpolitischen Mandat und wollen uns deswegen mit Aussagen, die nichts mit der Uni zu tun haben, zurückhalten. Danke. Ja, für die Juso-Hochschulgruppe ist Hochschulpolitik ein nicht ganz so abgestecktes Themenfeld. Hochschulpolitik ist das, was Studierende betrifft. Das sind beispielsweise eben auch Mieten, das sind fremdenfeindliche Einstellungen in der Gesellschaft. Das sind ist vieles. Natürlich gibt es einen Kern-Hochschulpolitikbereich, der eben mit den Themen BAföG, Studentenwerk, Semesterticket, Kulturticket und so weiter zu tun hat, aber bei uns ist es nicht so klar abgesteckt. Bei der GHG ist es ebenfalls nicht so klar abgesteckt. Natürlich setzen wir uns für die Belange der Studierenden ein. Vor allen Dingen wollen wir die Mitbestimmung stärken und die Selbstbestimmung stärken. Wir wollen ein freies Studium ermöglichen. Wir wollen, dass der Prüfungsstress eingedämmt wird. Und für uns ist auch das allgemeinpolitische Mandat ganz wichtig, dass wir uns zu Themen äußern, die rund um die Uni passieren. Ja, und ich wollte noch mal eins loswerden. Ich finde es ziemlich schade, dass ich die einzige Frau neben der Moderatorin hier bin. Ja, zum Thema Hochschulpolitik. Die Gruppe, der ich angehöre, sieht das Ganze etwas tiefgreifender. Schon der Ansatz, dass alles nur durch einen Materialismus besteht und in Verwertungslogiken, Leistungszwang und so weiter, das Mantra des Neoliberalismus besteht, sehen wir die Uni wirklich als absolut immanenten Teil einer doch fortschrittlichen Gesamtwelt und nicht irgendwelche Ländergrenzen. Vielen Dank, Michael. Nun, die Hochschulgruppe, die Parteihochschulgruppe, versteht Hochschulpolitik in erster Linie als Vertretung der Interessen aller Studenten und mit allen Studenten meinen wir vor allen Dingen uns selbst. Ja, ich bedanke mich bei allen Rednern und Rednerinnen.